Hi Leute, das ist Anno hier und willkommen zu einem neuen Video zu Division 2. Und zwar, ich hatte euch in einem der vorherigen Videos schon gesagt, dass ein neues September-Event kommen wird. Und das Ganze heißt das Mooncake-Event. Da werden wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Und zwar wird es morgen am Dienstag, den 17. September, eine Wartung geben. Die soll 3 Stunden plus minus 10 dauern. Und mehrere Details über das Event werden morgen rausgehauen. Bin schon gespannt. Ich werde auf jeden Fall da auf dem Laufenden halten. Auf jeden Fall, ich fand den Namen ein bisschen komisch. Bis mir dann ein bisschen was aufgefallen ist. Ich habe mal ein bisschen was gegoogelt, ein bisschen was recherchiert. Und zwar ist das in China, ist das ein besonderes Festival. Hier das Mid-Autumn, also das Mitte-Herbst-Festival, auch als Mondfest oder Mondkuchenfest bekannt. Das ist ein Erntefest, das in der chinesischen Kultur gefeiert wird. Das wird am 15. Tag des 8. Monats der chinesischen Dingens, könnt ihr euch selber durchlesen. Auf jeden Fall ist das hier unten ein schönes Event, wo die richtig steil gehen. Und hier, ihr seht ja, das ist irgendwie voll bunt, voll chinesisch angehaucht. Das sieht ganz nice aus hier eigentlich. Aber wie das bei uns in die westliche Edition von Division 2 reinpasst, keine Ahnung, weil ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, Ubisoft hat ja die Rechte für Division 2 nach China an Tencent Games verkauft, abgegeben und die haben halt auch Division 2, aber die flippen halt da richtig aus, was das angeht. Ne? Das Ganze ist halt sehr, sehr Pay-to-Win-lastig, klar, für den asiatischen Markt und so. Aber die haben halt doch voll viele verschiedene Waffen, die wir nicht haben. Haben sogar andere Spielmodi und so. Und die haben auch solche Events, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Auch was spezielle Bekleidungsevents und so angeht, ne? Deswegen, keine Ahnung, entweder ist das so eine Kooperation mit der chinesischen Version von Tencent Games. Also wäre das Einzige, was das Ganze so ein bisschen logisch ganz erklären lässt, weil anders, warum bekommen wir ein Mooncake Festival? I don't know. Ist auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt. Eventuell hält uns da ein bisschen bei Stange und dann kommt hoffentlich bald der PTS für die Season 2 und eventuell erfahren wir auch hoffentlich mal irgendwann bald was über das DLC. Brooklyn DLC. Das wäre auf jeden Fall mal geil. Ja, auf jeden Fall war es das, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Lasst mir gerne ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.